Heute geht es um die Favoriten von 2022. Wenn ihr wissen wollt, was ich da in der Kiste habe, was mir 2022 sehr gut gefallen hat, dann bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, ist die Pamela wieder zu Besuch. Ja, ich freue mich sehr drüber. Genau. Wir haben vorher auch ein geschminkt. Special-Video gemacht. Special-Video gemacht. Challenge-Video. Das kommt aber erst in circa 10 Tagen online. Aber ja. Ja, heute geht es um die Favoriten von 2022. Was hat mir am besten gefallen? Was kann ich empfehlen? Es ist bunt gemischt von Pflege, Haare, Badeschaum und dekorative Kosmetik. Also ich fange gleich einmal an, würde ich sagen, und da habe ich den Badeschaum von Tete Sept Eau de Rhône aus gerade. Zeit für mich, eine kleine Auszeit, ganz für mich, hier mit Jasmin und Bergamotte. Das riecht so gut. Also den habe ich echt so gut, nur so gern, weil der riecht so gut. Mhm. Ich habe mehr Knab als Tete Sept. Ja, aber der riecht so gut. Mhm. Noch was? Bergamotte und? Jasmin. Ja, das ist Ansichtssache. Ja, ne? Natürlich. Jeder hat einen anderen Geruch. Ist für mich, ist das mein Lieblingsgeruch in der Badewanne. Mhm. Wobei ich auch sehr gern diese kleinen Sackeln verwende, die verschiedenen. Mhm. Aber es ist nachhaltiger, wenn eine große Tube zumindest ja, ist. Ja, natürlich, aber so ab und zu verwende ich gerne kleine Sackeln. Dann nehmen wir was Dekoratives, und zwar habe ich hier die Cheek Palette von Catrice, die Tropic Exotic. Die habe ich auch sehr gern verwendet heuer. Ist im Sommer, glaube ich, rausgekommen. Ja, ich habe es noch nicht gekauft, ja. Ja. Ich habe es sehr gern. Mhm. Hast du aber auch noch nicht so viel benutzt, oder schon? Auf jeden Fall mehr als die anderen. Okay. Aber ich habe trotzdem noch rosa Highlighter und Blush rausgesucht, weil ich die eben so gern verwende von der Reihe. Von Catrice, den Sun Lover Glow Bronzing Powder. Mhm. Fehlt schon eine Ecke. Ja, ist runtergefallen einmal. Ich dachte, du hast schon so viel aufgebraucht. Nein, so viel noch nicht. Aber schon ordentlich. Das ist eigentlich die ganze Kollektion. Mit dem Blush. Mhm. Den habe ich auch. Ja, den finde ich auch so schön. Aber es gibt so viele schöne Blushes. Und dann natürlich auch den Highlighter. Ja, den habe ich auch. Da habe ich auch von der Birgit oder von irgendwem, ich glaube von der Birgit, da habe ich jetzt noch einen bekommen. Der ist aber bläulich. Der ist auch cool. Ist ein bisschen holographisch, gell? Mhm. So, dann gehen wir mal zu den Haaren. Da habe ich von Balea das Silberglanz Shampoo. Das verwende ich ganz gern. Das steht jetzt für die ganze Reihe. Also ich habe davon noch die Pflege und die Haarkur. Und bin eigentlich recht zufrieden damit. Verwende das ganz gern. Ist das, ne? Ja, ne, dass das nicht so orange ist. Ja, oder orange. Ja. Ist immer mit so einem blauen Unterton. Ja, genau. Mhm. Dann habe ich noch ein Reinigungsöl von Balea. Das funktioniert auch super. Für was nimmst du das? Wenn ich mich abschmink. Achso, fürs Gesicht ist das. Ja, also fürs Gesicht. Als ersten Schritt verwende ich das und dann halt noch einen Reinigungsschaum oder so. Mhm. Nachher. Ich mag mehr die Balsams, die Reinigungsbalsams. Die auch auf Ölbasis. Ne? Dann habe ich hier. Ein Fixing Spray von Catrice, den Shake Fix Glow. Den habe ich jetzt zum dritten Mal da. Also zweimal schon aufgebraucht. Und das heißt was, ne? Weil ich habe ja andere Fixing Sprays auch noch. Aber könntest auch die anderen benutzen, den, ne? Ja, und den von Caviar Ghost, den von der Limited Edition, den habe ich auch schon aufgebraucht. Mm, den habe ich auch schon leer. Also im Sommer ist der überhaupt cool, ne? Ja. Mm. Aber von glänzend zu matt. Ich verwende sehr gerne das Banana Blast Tinted Setting Powder von Action. Vom Action. Das habe ich auch. Ja. Und Kirsch gibt es noch und Erdbeer gibt es auch. Aber es funktioniert super. Das ist auch mega viel drin. Und das kriegst du nie leer. Das wird nie leer. No.
Was ich leer bekommen habe, ist dieser Primer. Jetzt wollte ich Highlighter sagen. Nein, es ist der Primer. Der Tensational von Catrice. Den habe ich jetzt extra für das Video aus dem Aufgebrauchtsackerl nochmal hervorgeholt. Dann habe ich die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Die habe ich auch sehr gern. Passt perfekt eigentlich zu meiner Haut, zu meinem Hautton. Ja, die habe ich von dir, hast du gesagt. Ja, ich habe es gar nicht gemacht. Ich mag sie. Ich mag es voll gerne. Ich habe die in einem dünkleren Ton mir selber gekauft und da hat es überhaupt nicht passt, weil es einfach vom Ton her nicht passt hat. Du könntest es vielleicht noch zusammenmischen. Ja, zusammenmischen vielleicht, ja. Aber die passt einfach vom Ton her perfekt. Mhm. Also ich finde es super. Ja, ich mag die. Dann nehmen wir gleich den Concealer. Da habe ich den Clean ID High Cover Concealer von Catrice auch. Der passt vor allem mit der Foundation sehr gut zusammen, farblich. Ja. Dann eine Mascara von Essence, die Lash Princess. Die habe ich aus dem Zebra-Dreschi rausgenommen. Ne? Und die wollte ich schon so lange haben und dann liegt die da im Zebra-Dreschi drinnen. Dann kommt zur Mama. Die mögen aber viele. Ja. Alle aber von denen. Ja. Gibt es ja verschiedene Farben. Ja, die Lila habe ich auch. Also die ist auch gut, aber die habe ich noch lieber. Oh nein, nicht die. Oh ja. Deswegen sage ich ja. Das ist wieder so ein Produkt, was ich nicht mag und sie mag. Von Lotte den Augenbrauenstift. Den hatte Pamela heute im Schminkvideo verwendet und sie mag den überhaupt nicht. Und ich habe den urgern. Ich habe den sogar noch zweimal im Backup. Und ich habe ihn aufgebraucht. Ich muss ihn nicht mehr verwenden. Ich habe den noch im Backup. Ich kann aber nicht. Nein. So, dann einen Lippenstift von Kiko. Die sind auch sehr cremig. Den habe ich echt am liebsten. Der ist cremig und vor allem ist er lange anhaltend. Mhm. Und der färbt, wenn er mal trocken ist, färbt er nicht ab. Da kannst du machen, was du willst. In der Farbe. Welche Farbe ist das? So ein würdiges? Es sieht halt schon entsprechend aus, da habe ich jetzt sehr viel verwendet. Die Farbe. Das ist so ein Altrosa. 05, musst mir helfen. Ja, da steht nur eine Zahl drauf. Okay. Ja. Rouge, das ist aber, glaube ich, nicht die Farbe. Ja. Aber es ist so ein Altrosa irgendwie. Ja, da. Genau. Aber der ist echt schön. Mhm. Und vor allem hält er wirklich lang. Ja. Was auch schön ist, was ich gern verwendet habe, ist dieser. Was ist denn das? Ein Liptopper. Ein Liptopper, ja. Von Essence. Into the Snow Glow. Schaut sicher arg aus, wenn du dann über die roten Lippen gibst. Könnte ich machen, ne? Ja, schaut sicher krass aus. Brauchst du Spiegel. Weil das so ein krasser Gegending ist, ne? Das Problem ist halt nur, dass dann der Lippenstift nochmal auf die Zähne abfärbt. Aber er wird dann schön sparkeln, ne? So richtig holographische Highlights hast du dann drauf, ne? Genau. So, ich brauche. Wo ist das? So. Ja. Also, ich habe den echt gern, aber muss ich halt überlegen, mit welchem Lippenstift man das macht, ne? So, dann habe ich ein Parfum von Marc Jacobs, das ist perfekt. Das habe ich raus, sehr gern. Da oben. Oder? Ja, gell? Das ist lustig. Ich habe noch eins. Aber das habe ich halt dieses Jahr am meisten verwendet. Mhm. Deswegen habe ich es reingenommen. Ah, oh, süß. Aber ich habe noch das Ding auch. Sehr süß. Ich mag beides sehr gern. Mhm. Ja, und dann kommen wir noch zu drei Paletten, habe ich noch. Und zwar von Catrice die Eyeshadow Palette von Tropic Exotic. Die habe ich auch viel verwendet im Sommer. Das sieht man.
Ich finde die auch richtig schön. Ja. Gerade für den Sommer. Sind deine Farben so grün, meine Farben. Blau. Das ist genau ganz. Ja. Dann die Doja Cat von BH Cosmetics. Die ist auch schon öfters verwendet. Die habe ich auch schon viel verwendet, ja. Da habe ich jetzt von der Pamela die größere Palette abgekauft, ja, weil ich die einfach so gern habe. Mhm. Ich finde die Farben einfach so schön. Das sind genau meine. Ja, da hast du wirklich schon gut benutzt, wenn man das so sieht, ja. Das sind genau meine Farben. Ja, das ist stimmt. Lauter Blau und Grüntöne. Und dann nochmal, also gar nicht meine Farben. Nein, überhaupt nicht. Die habe ich auch, aber die, bei mir schaut es nicht so abgerollt aus. Geil, die hast du ja richtig. Die habe ich auch viel verwendet. Aber die ist relativ gut für eine Revolution Palette, weil die habe ich geschenkt bekommen. Und es hat mich generell gewundert, dass die so gut ist. Ich meine, die Press Glitter habe ich nicht genommen. Die meisten Revolution mag ich. Krass. Auch die Press Glitter hast du genommen. Ja, schon ein bisschen. Ja. Nein, ich habe die echt gern. Das sind schöne Farben. Ja, das sieht man. Ja. Wirklich krass. Ja. So, aber das war's schon. Ganz schnell die Favoriten hergezeigt. Mhm. Ja. Ansonsten, ja. Danke für das schöne Jahr mit euch. Und ja, lasst mir ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ein Kommentar natürlich. Und einen Daumen nach oben. Und was ich jetzt auch vergessen habe zu sagen, genauso wie ich, genauso wie die Familie. Das Video entsteht eigentlich in Kooperation mit mehreren YouTuberinnen. Ich verlinke euch natürlich alle in der Infobox, unter anderem eben auch die Pamela. Und schaut dann natürlich zu ihr rüber. Bitte! Danke! Genau. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!